Welcome to Crony's YouTube channel. Leave your like. Yo, wunderschön, gebärt meine Springspritzer. Crony's hier am Start und ja, Mates, ab morgen gehe ich auf jeden Fall auf eure Kommentare ein. Wir sind auf Keydrop zurück. Natürlich erst, wenn ihr 18 seid, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Wir machen ein langes Battle. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Urlaub sehr viel erlebt, war sehr, sehr schön. Erste Video wieder zurück aus Italien. Schachfiguren, Cases fühle ich jetzt, glaube ich, gar nicht so, muss ich sagen. Ronnie Case war es ja bis jetzt auch noch nicht, aber vielleicht seit dem neuen Design, ne? Kann ja sein. Machen wir mal 10 Stück, 4 Spieler, Abfahrt. Eden, natürlich Bots. Erstmal, ich habe heute, also Fail ist tot, mir wurden heute 50 Euro gescammt und ich bin absolut selber schuld und dumm. Ich habe TikTok so durchgescrollt und es gibt gerade so einen gewissen Style von Klamotten, also so ein bisschen oversized, aber... Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Einfach so ein bisschen lässig, aber trotzdem schick und ach, weiß auch nicht. Auf jeden Fall TikTok durchgescrollt und dann gab es so eine Werbung von der Seite und genau meins, auch Tommy Hilfiger, wurde angezeigt und dann gucke ich so drauf. Super geil, also schöne Homepage oder zumindest schöne Landingpage, wie ich drauf gekommen bin. Die Sachen angeguckt, zweimal auch super geile Farben. Da gab es zwei so... Also Tommy Hilfiger kostet normalerweise ein T-Shirt 25 Euro oder sowas. Eine Hose eigentlich 50 Euro, also eigentlich bist du bei einem Ding bei 75 oder so. Und da gab es zwei Farben im Angebot für 50, wo ich schon zu meiner Frau geschrieben habe, hey, das kann ja nur Scam sein. Niemals wird das funktionieren. Und warum auch immer, habe ich es dann trotzdem bestellt in den zwei Farben, die ich geil fand. Hab danach auf die Homepage geguckt, die haben nur drei verschiedene Artikel drauf. Payment auf PayPal war dann irgendwie Hongkong, Hongkong Gmail oder keine Ahnung was. Total behindert. Wirklich, nach dem Urlaub habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen sparen, müssen auf die Kohle achten. Und ich gehe 50 Euro für so Mist aus. Oh, da war sogar ein anderer Spieler drin. Witzig. Hat immerhin verdoppelt, was natürlich bei Viermann-Spielern auch nicht gut ist. Aber direkt nochmal. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt da 50 Euro so eine Scheiße ausgegeben. Wirklich, ich habe mir überlegt schon, ob ich Netflix kündige, weil ich es langsam frech finde, wie die immer die Preise erhöhen. Das sind 20 Euro im Monat, da hätte ich 2,5 Monate Netflix gehabt für, was ich wirklich täglich schaue, also behalte ich es so oder so, aber was ich wirklich täglich schaue und jetzt habe ich mir das so 50 Euro scammen lassen, habe bei PayPal geschrieben, wo ich es zurückziehen kann und so, dann haben sie gemeint, du könntest jetzt nicht mehr canceln, aber wenn ich die Ware oder sowas nicht erhalte, dann hat das Käuferschutz und dann können sie mir supporten, das Geld wieder zu holen. Wahrscheinlich gibt es diese Adresse, dieses PayPal, dieses andere PayPal-Konto gibt es dann gar nicht mehr, bis die 2 Wochen abgelaufen sind, aber... Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, würde ich sagen. Bin gespannt auf jeden Fall. So, okay, kommt diesmal keiner rein. Machen wir noch ein Ding rein. So, jetzt zum Urlaub. Wir waren ja auf einem Campingplatz und da haben wir uns so eine Hütte gemietet. Campingplatz war auch super cool. Wir hatten ja so riesen Schwimmbäder und so. Da war auch ein riesen Kinderpool. Das war ein riesen Piratenschiff mit verschiedenen Eingängen, Rutschen und Sprenkelanlagen und alles Mögliche. Was auch offen war, dann gab es noch einen Familienpool quasi, wo nicht so hoch war, also wo man mit 1,50 ungefähr stehen konnte, wo dann Familien drin waren und dann gab es auch noch ein Schwimmerding, was offen war und es gab noch riesen Rutschen, die offen waren, also absolut geil. Was doof war, es war dieser Barpool, da war in der Mitte so eine Bar und ringsum konntest du halt schwimmen und so weiter, das war zu... Was nicht schlimm war, also wir haben es jetzt nicht großartig vermisst, aber hätte man ja schon anschreiben können, dass es erst in der Hauptsaison offen ist und jetzt halt noch nicht. Ja, wie auch immer. Ist so, hat dem Ganzen keinen Abbruch gegeben, war eine super geile Anlage. Man konnte wirklich, wirklich viel machen, auch für Kinder war dann ein riesen Spielplatz quasi mit Hüpfburgen, mit Fallturm, mit Achterbahn, mit man kann sich festschnallen und dann so rumhüpfen und so, was die Kleine gemacht hat. Achterbahn ist die Kleine gefahren und man darf nicht vergessen, die ist erst 3. Ja, ich war schon stolz, muss ich sagen, wie viel sie sich getraut hat in dem Urlaub. Also wirklich sehr viel getraut. Hey, wir ziehen hier nur Mist. Beziehungsweise wir gewinnen nicht. Also ich war schon sehr, sehr stolz, was sie alles gemacht hat, was sie sich getraut hat. Und was man auf dem Campingplatz alles machen konnte. Also es war wie so ein kleines Dorf. Es war wirklich ein Dorf. Du hattest einen Supermarkt, der von 8 bis 20 Uhr offen hat. Du hattest verschiedene Einkaufsläden, wo du Sachen kaufen konntest. Da gab es dann auch Adidas und keine Ahnung was für Schuhe. Also ganz normale Kleidungsgeschäfte. Preise gingen. Also es war überall ungefähr 20% teurer, als wenn du es im Laden gekauft hättest. Aber ja,
So rundum, muss ich sagen, war das Ding sehr, sehr geil. Ich kann auch mal rausgucken, ob ich beim nächsten Video, wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, jetzt kann ich sie wieder lesen oder werde sie wieder lesen. Werde ich im nächsten Video mal den Campingplatz vielleicht auch zeigen, weil ich ihn wirklich weiterempfehlen kann, falls der eine oder andere noch nicht weiß, wo er hin soll und relativ günstig auch hin kann. Das hätte ja mal geschmeckt. Aber allgemein läuft, glaube ich, die Kiste ganz gut. Genau, werde ich im nächsten Video mal machen. Ein bisschen behandeln den Campingplatz und dann kann man auch genau auf die Sachen eingehen und noch ein bisschen mehr Geschichten dazu erzählen. Wir haben jetzt so viel zum Thema, die Kiste lief gut. Lief wirklich katastrophal. Wir haben 500 Dollar. Erste Video nach Hause kommen. Ich dachte hier, wegen dem, lief eigentlich ganz gut. Komm hier. Oh nee. Digga, ich hab... Ja, okay, wer so oder so gefällt. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich zwei rausgesucht habe. Erste Video macht natürlich wieder Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis bald, ciao.